Und die nächsten Kämpfe gegen einen Zytomega, Rexbizarr und einen Seedraking mit meinem Frosteddy, Slimog und Apoqualyp. Lasst das Video beginnen. Während ich was trinke. So, wir starten mit meinem Frosteddy. Mein Frosteddy hat nicht nur zwei Optionen, also zwei Dinge, die es tun sollte. Erstens mal Stachel auslegen und das andere wäre einfach mal den Gegner mit Abwechslung mitzunehmen. Aber Zytomega ist ein Pokémon, das ich denke mal mit Spukball gut fertig machen kann, vor allem weil jetzt noch die Spezialdefensive runtergesunken ist. Und Zytomega macht genau das, was ich gedacht habe, nämlich Bizarro-Raum. Ja, Zytomega ist ein Pokémon, das öfters mal in Bizarro-Raum spielt, da es doch eine sehr schwache Initiative hat. Dann kommt der Psychoschock. Dachte ich mir so, okay, Freundchen, ich habe sowieso einen Fokusgurt, das kannst du gleich mir in die Haare schmieren. Aber da komme ich zum Einsatz, da der Psychoschock doch zu wenig Schaden gemacht hat. Was mich schon ein bisschen verwundert hat, denn die Verteidigung von meinem Prostate jetzt nicht gerade die beste, aber naja. Zytomega geht in die Knie. Mit einem sehr suspekten Ruf. Und mein Gegner wählt als nächstes Pokémon eine Rexbizarr. Und ich entschied mich hierbei auf einen Wechsel, da ich definitiv langsamer bin, in Anführungszeichen, wegen Bizarro-Raum, als das Rexbizarr. Könnte ich es nicht mit Apokus mitnehmen, deswegen entscheide ich mich für meinen Slimog, das in speziellen Defensive sehr gut ausgelegt ist. Der Gegner macht aber Steinhagel, was mich ein bisschen irritiert hat, da mein Rexbizarr eigentlich meiner Meinung nach fast immer speziell ausspielt. Aber okay. Und ich werde von den Hagelkörnern verletzt, aber heimlich mit dem Giftschleim wieder hoch. Ich entscheide mich als erstes mal für den Fluch, damit ich auch noch schneller werde im Bizarro-Raum. Was er dann allerdings schon war, aber ist nicht so wichtig. Allerdings erhöht auch meine Verteidigung und mein Angriff, was sehr, sehr gut ist. Und der Gegner macht einen Attack, mit dem ich nicht gerettet habe, nämlich Erdbeben. Denn nach diesem Kampf ist mir auch gefallen, dass er diese Attacke ja lernen kann durch TMs. Und überlebe ich aber ganz gut, starte den Fluch. Und werde wieder von Hagelkörnern getroffen, warum auch immer die Trainer davon verschont werden. Ich glaube, die hat irgendwie einen Schutzbunker oder keine Ahnung. Jedenfalls entscheide ich mich jetzt für einen Mülltreffer, der jetzt erstmal so richtig reinhaut. Da ich noch einen Angriffspunkt bekommen habe und das Stab und die sehr effektive Zeit sollte ausreichen, sofern mein Gegner keinen Fokusgurt trägt, welchen er nicht trägt. Und da geht Rexbizarr langsam in die Knie. Und ich werde von Hagelkörnern getroffen. Und der Geschleim heimlich wieder hoch. Und jetzt ist auch die verdrehte Dimension wieder normal. Was ich für das nächste Pokémon ein bisschen schade fand, denn dieses nächste Pokémon ist nichts anderes als ein Seedraking, das 100% schneller ist als mein Slimog. So habe ich entschieden, mit Slimog Explosion anzusetzen. Allerdings kam ich leider dann noch nicht zu, da der Blizzard doch schneller war. Dachte mir so, okay, vielleicht machst du irgendeine Attacke, die ich überleben könnte, aber denkst du? Allerdings bekam das Seedraking Schaden durch Hagelkörner, Hals aber den Überrest wieder weg. Und ich mache jetzt genau das, was mein Gegner wahrscheinlich nicht erwartet hätte, nämlich mein Frostate wieder einzusetzen. Und ihr könnt euch denken, richtig, ich mache Abgangsbund. Zum Glück ist mein Frostate ziemlich schnell. Also schneller als das Seedraking. Und kann so wie das Seedraking auch mitnehmen. Ich habe irgendwann Stotterer gerade drin. Und da ich noch ein Apoqualyp auf der Reservebank habe, heißt es, ich habe dann automatisch gewonnen, wenn Seedraking und mein Frostate besiegt wird. Ja, ja, mein Frostedy kann schon ziemlich fies sein. Hatte zwei Pokémon auf dem Gewissen und sich selber, aber naja. Ist ja nicht so schlimm. Willkommen zum nächsten Kampf gegen einen Ambidiffel Simsala und ein Hundemann mit einem Frostedy, Wishu und einem Chillabell. Und das Video startet gleich. Ich starte mit einem Frosteddy und der Gegner startet mit einem Ambidiffel. Das muss ich sagen, ich mag Ambidiffel als Gegner nicht, weil Ambidiffel ist sehr schnell und hat mit Techniker und Moglieb und so weiter eine ziemlich gute Auswahl an starken Attacken. Er macht aber einen Rückzieher mit Kehrtwende, was ich eigentlich begrüße, weil das Vieh hat oder könnte mein Frosteddy wirklich one-hitten. Wobei, naja, Fokus gut, aber egal. Und als nächstes kommt sein Hundemann in den Ring. Ich fange mit Stachel an.
Irgendwie so, ja, komm, machen wir mal. So, und da ich geschwächt bin, wollte ich als erstes einmal Abhangs machen. Dann muss ich feststellen, dass Hundemann schneller ist, was ich schon mal sehr bizarr fand. Naja, wie dem auch sei, ich mache Abgangsbund und werde Hundemann, sofern es mich in der nächsten Runde besiegen wird, mitnehmen. Ich wollte noch einmal Stachel ausleben und dann kommt der Kraftreserve. Ich weiß nicht, wer der Typ es war. Entweder Unlicht, Feuer, Gestein oder Geist. Keine Ahnung, es war jedenfalls sehr effektiv und konnte man den Prozess hier vernichten. Allerdings, der Abgangsbund ist auch noch da und das war dann auch der Untergang von Hundemann. Hätte er nicht angegriffen, sondern innerlich gemacht, hätte er vielleicht noch entkommen können. Hat er allerdings nicht gemacht. So, jetzt kommt der nächste Pokémon wieder in den Kampf. Nämlich sein Simsala. Und ich mit Wishu habe natürlich einen perfekten Gegner dafür. Ich habe es drauf angelegt. Doch Stachler kann es keinen Fokus mehr haben und wollte Kehrtwende machen. Allerdings kommt da die Psychokinese mit einem Psychojuwel und da war mir bewusst, das wird man Wishu niemals überleben. Das hat nicht einen Fokus-Code, aber ich spiele es ja mit Flugjuwel und Akrobatik halt. Und da geht Wishu leider in die Knie. Und hier kommt mein Chillabell. Und auf mein Chillabell bin ich sehr stolz. Weil, man sieht schon, es kann ein Simsala. Es ist schneller als ein Simsala. Weil mein Chillabell ist auf Speed ausgelegt, nicht auf Angriff. Oder mit Wertelink und Leben Orb kann es mit so einer Kugelsaat wirklich einiges rausknüppeln mit Kehrschelle oder mit Felswurf. Und als Witz habe ich dann noch Zugabe, falls der Gegner irgendeine Statusbesatzattacke benutzt, damit er weiter angreifen kann. Aber jetzt kommt natürlich noch sein fieses kleines Ambidevil. Ja, ein schöner Kampf. Da kommt erstmal ein Mogelhieb, was ich nicht sehr schön fand. Aua. Ich wollte Kehrschelle machen und das zieht mir dann einiges ab. Gut, Leben, Orb und Techniker. Ich habe jetzt versucht, mit einer Zugabe seinen Mogelhieb noch zurückzuholen, aber da war es dann leider schneller als ich, Aioras. Und da ist mein Chillabell leider in die Knie gegangen. Und das war's dann auch von diesem heutigen Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.